So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier aus dem X-Plane. Wir fliegen heute wieder ein, ist das Flugzeug da hier. Könnt ihr schon erraten, welches. Das mit dem Ground Handling. Und ihr seht so hier an den Pop-Ups, es ist der wunderschöne JR Design Airbus A320. Und zwar stehen wir hier immer noch in Bukarest und wir fliegen heute mit diesem Flugzeug da hier, nämlich mit der Aegean Airlines. Visit Greece.gr nach, ich könnte es anders sein, nach Athen, ganz genau. Nach Griechenland, wo auch sonst. Hier wird das Flugzeug zurückgestoßen, ein Tarom A318, von der Kürze her müsste das ein 18 sein. Ihr seht das hier. Wir haben hier schönes Ground Handling, JR Design Ground Handling ist ja gratis bei den JR Design Flugzeugen. Und ja, wir fliegen heute, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, wie hier die Route ist. Wir fliegen heute nach Griechenland, wie ich schon gesagt habe, nach Athen. Das sind insgesamt 446 Meilen, ohne Sitz und Stars. Der Flieger ist nicht mehr ganz cold and dark. Ich habe Batterien und Ground Power bereits angehängt und die DRS sind bereits am Alleinen. Aber der Rest ist eigentlich noch normal. Ganz genau. Das heisst, ich würde sagen, wir gehen nächstens ins Cockpit rein. Etwas wollte ich hier noch sagen, was ihr hier an Add-ons seht, ist eigentlich Standard Flughafen-Szenerie plus Sam Colors and Seasons jetzt in der Spring-Frühlings-Einstellung und SFD Global. Ganz genau. Also die Gebäude hier sind Short Final Design Global. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz noch schauen. Jetzt sieht es ja ein bisschen anders aus. Ihr seht da hier ein bisschen detaillierter. Auch hier die Parkplätze mit den Autos. Und da vorne die Industrie, die haben wir ja auch schon ein paar Mal angeschaut mit den lustigen Lastwagen. Moment schnell, jetzt muss ich. Oh, Haus! How's my driving? Okay. Du siehst, da haben wir also ziemlich lustige Szenerieobjekte bzw. Fahrzeuge teilweise. Hier in Bukarest und da vorne sehen wir gerade etwas noch am Landen. Das ist ein Ryanair, ja, tatsächlich ein Ryanair. 737-800 natürlich, was könnte so anders sein? Ich würde sagen, wir gehen hier noch schnell in das eine Industriegebiet, wo ich dort vorne gesehen habe. Hier einen wunderschönen Überblick, ihr seht. Wie soll ich sagen, die Farben sehen wirklich anders aus, auch als in der Standard-Einstellung vom X-Plane. Sieht wirklich gut aus. Sagen wir, gehen hier mal ein bisschen runter zu schweben. Ihr seht hier. Schöne Objekte, wie wir hier haben. Publishing House. Sehr schön. Parkierte Lastwagen mit Aufschrift sehen wir hier jetzt, glaube ich, leider nicht. Nein, sehen wir leider nicht. Aber ich sehe, das sieht etwas besser aus als Standard. Anyway, gut, jetzt haben wir hier die Szenerie genügend angeschaut. Der Flug ist ja genug lang. Ostens Vegan Food ist am umeinander fahren. Und wir haben hier. Was steht da drauf? Meyersen Krupp. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein echter Hersteller ist von so Passagierbrücken. Anyway, IRS ist demnächst allein noch eine Minute. Gut, tun wir mal den Flüge beladen. Ich würde sagen, wir sind heute nicht ganz voll. He? Machen wir etwa so. Dann muss ich schnell schauen. Ich würde sagen, 6 Tonnen tue ich jetzt einfach mal 3. Das ist so meine Schätzung. Das wird auch etwa genug sein für den Flug. Denke ich mal. Wir werden auf 350 ungefähr steigen. Wir können auch etwa zwischen 330 und 350. Jetzt habe ich irgendwas wieder umgeschaltet.
Aha, das sollte auch auf Off sein, Konsole und Floorlight, das ist auch nicht so wichtig. Genau, dann gehen wir hier mal auf Init Page. Flight Number, da können wir eigentlich die echt nehmen. Das ist nämlich für Aegean. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie man die Airline ausspricht. Das ist nämlich Alpha 39. 6-1. Das ist ein echter Flug. Wir nehmen Kostindex 55. Wie üblich. Mal. Kostindex 55 und der Cruise Level 350. Genau. Dann müssen wir schnell auf einen Flightplan. Das mache ich am X so, dass ich jetzt direkt den Flightplan eingebe. Departure. Ich muss schnell schauen, wie der Wind ist. Wir haben hier mehrere Landebahnen zur Auswahl. Beide sind gleich lang, würde ich sagen. Ja, 1 Meter Differenz. Wir haben einen Wind von 250-10 Knoten. Das heisst, 26 left für die Departure tut sich hier anbieten. Und wir brauchen im Idealfall einen Poloon Departure. Da haben wir 12 verschiedene. Ich gehe die schnell anschauen. In meinem wunderschönen, gescheiten Buch. Von der 26, das sind noch 8 Departures. Poloon. Mhm. Dann haben wir Ace Mike. Jetzt gar nicht. Poloon. Mal gibt's da oben. Ich lese nur falsch. Poloon One Mike, das ist die passende. No Transition. Insert, dann können wir das noch schnell anschauen hier. Irgendwie, indem wir das mal ein bisschen rauszoomen. Dann so. Absolut perfekt. Dann können wir hier bei Poloon drauf gehen. Auf Airways. Die Route manuell ein. Nämlich fügen wir über die N-1-8-1 nach N-I-K-T-I. Von N-I-K-T-I nach 505 Peren. Sechs. 5-2 nach SKP. Genau, ungefähr so. Nach SKP aus nach UB. UB 1 nach Alben. Nein, Ablon, genau. Entschuldigung, habe ich was falsch eingegeben? UB1, gibt es das denn nicht? Okay, dann machen wir das anders, dann machen wir mal so. Insert. Dann Goal haben wir dort noch. Goal Waypoint SKP. Dann machen wir so, dann machen wir Next Waypoint Albon. Oder Ablon. Next Waypoint. So, SKP Ablon. Jetzt geht es. Insert, dann würde ich sagen, gehen wir hier schnell auf einen sogenannten Planmodus. SKP Ablon und davor ist LGAF. Dann gehen wir hier auf LGAF Arrivale. Dort haben wir einen Wind von Variable at One Knot, das ist also komplett egal, wo wir hergehen. Dann muss ich hier schnell Charts anschauen. Also für Approaches haben. Aber es ist ein relativ grosser Flughafen, das heisst, wir werden. Wir haben relativ viel Auswahl.
Ja, zwei parallele Bahnen. Ja, also dann schauen wir mal, was wir von Ablohn. Ja, dort haben wir keinen Star natürlich. Ja, das ist natürlich ein bisschen mühsam. Von Ablohn aus haben wir kein Ding. Aber. Ist das denn möglicherweise das Athen? Ja, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, wie das etwa aussieht. Kann das denn wirklich möglich sein, dass wir von dem, was er uns da gegeben hat, dass wir da wirklich nichts haben? Alright, wir machen das sonst anders. Wir machen das folgendermaßen: Approach, Runway 3 left beispielsweise. Ne, das finde ich nicht so sympathisch. Runway 2, 1 left. Ja, das sieht sympathischer aus. Wir nehmen da einen direkten Approach, hätte ich gesagt. Runway 2, 1 right. A circle departure über SAT. Also. ILS 2, 1 right. No star. Mist leck. Sag jetzt etwas mit SAT. Sorry, Raptor. No star, no transition. Okay. Oh, tun wir das mal inserten. Zeigen mal, sieht das denn brauchbar aus? Jetzt fährt es an. Jetzt fährt es an, meine Damen und Herren. Die Verwirrung fährt an. Im besten Fall tun wir hier mal noch die Airports einblenden. Das bringt absolut nichts. Aber man kann hier die Constraints einblenden. Gut, also, dann. Oh Gott, jetzt sind wir bei der Discontinuity. Jetzt sind wir beim EGN. Das fährt dort unten an. Wo ist der EGN Waypoint? Ah, der ist dort unten. Ich sehe ihn. Also, wir fangen beim EGN an. Super, perfekt. Also, das ist gut. Machen wir so. Dann fliegen wir über ATV. Das ist gut. Dann über SAT. Absolut perfekt. Dann fliegen wir so. Ja, wir nehmen die Arrival. Perfekt. Das ist absolut, absolut super. Die ist perfekt. Wir nehmen die. Was wir einfach müssen machen, ist hier schnell den Clear führen und das und dieses und so, und dann werden wir schauen, wie er dort in den Knick dort unten fliegt. Aber das ist genau so, wie wir das jetzt heute fliegen. Da bin ich mal gespannt. Hihi, das wird super. Was haben wir denn da für Constraints und Geschwindigkeiten angegeben? Das wird spannend. 7000 Fuß, also 250 Knoten. Das wird spannend. Ein DMI-Arc mit 3000 Fuß. Du! Ha! Ich glaube, ich muss mich erinnern, ich habe das mal geflogen mit VOR-Navigation. So, hier, ich glaube, es war in Athen tatsächlich. Die Arrival. Tatsächlich sogar, ja. Aber ich weiss, nicht als Video, privat. Ja, da funktioniert, wir fliegen es genauso. Also der Flüger fliegt es. Im Idealfall. So, dann sind wir hier eigentlich ready. Dann müssen wir noch schnell auf die Init-Page. Weil hier sind wir eigentlich noch nicht durch. dann muss ich hier daneben klicken, glaube ich. Und nachher Block Fuel kann ich auch einfach daneben klicken. Wir haben ein bisschen wenig Fuels. Muss ich auch noch ein bisschen increasen. 7. 7 ist das genügend? Oder muss ich ein bisschen mehr? 2.7. So. Ja, 2,7 Tonnen, 26 Minuten also mit 2,7 Tonnen in diesem Flugzeug, da können wir mindestens noch irgendwie eine Stunde oder 45 Minuten fliegen. Also das ist nicht so korrekt, was er da anzeigt. Genau, also, das stimmt aber, dann sind wir hier eigentlich durch, dann kommen wir auf die sogenannte Performance-Page.
Dann tun wir hier. Da kann ich nichts eingeben. Aber was wir tun, ist hier Flaps eingeben. Und Tiss. Flaps slash. Ab 0.9, genau, weil es steht da eine. Hier ist die Stimmung. Ab 0.9. Zack. Flex, nehmen wir nicht, die ist meine Standard Flex 45. Alrighty, that's it. Dann können wir. Hier sicher einmal Nav und Logo Lights. Speaking Light anlassen. APU starten. APU Bleed. Fuel Pumps vielleicht auch noch. Und das Funkgerät da hier. Das Funkgerät da unten. Dort einen auch noch. Das müsste stimmen. Alright. Dann sind wir, glaube ich, nachher. Ich glaube, dann sind wir nachher. Wobei, wir können schnell zu der Face. Previous Face, nö, das ist alles gut. So, dann sind wir da nachher. Dann kann ich das wegklicken. Dann hier auf Arc-Modus. Dann muss ich schnell schauen. Wir gehen ja von der Runway. Jetzt steht es natürlich nicht. Runway. whatever. Starten wir ja jetzt 2-6 left. Genau. Muss ich dann schauen, wo das herführt. Was wir jetzt aber sicher können machen, ist mal Pax Cargo wegnehmen. Jetzt hat er mir schon gesagt, der Cockpit ist zu hot. Ja, eine Sekunde bitte. Dann brauchen wir noch. Entschuldigung, Doors. Bitte tu mal die Türen zu. Und dann gehen wir hier auf Hand. Handling and Tow. Dann sollte das eigentlich den Weg fahren, hoffentlich. Fools. Caterer. Der APU Gen ist on. Sollte ist das on? Ja, yeah, ich glaube es. Dann können wir eigentlich den GPU off. So ungefähr. Jocks ebenfalls. Okay. Cockpit ist zu hot. Ja, ja, ja. Wie warm ist es denn? Flap open. Ja, zeigen wir mal. Kont. Wo ist der Kont? 25 Grad findest du zu warm. Ja, dann. Also, hey, wunderschönes Wetter draußen. Seht ihr das hier? Wow. Was ist denn das für eine Airline? Isair. Ist das Israel auch, hä? Ich glaube es. So, also, dann müssen wir noch schnell hier den Ground Handling. Nein, Entschuldigung. Den Better Pushback haben, Pushback vorplanen. Ungefähr so. Alright, Captain, got the direction. Oh! Let me know through the menu when you're ready. Der Cat Straighter ist hier. Ja, ich bin fertig, ich bin soweit. Pushback starten bitte. Great news, Captain, your tow's coming. Great news, eh? Alrighty. Bag 1 und 2 ist off. Grundsätzlich könnten wir das jetzt eigentlich schon anlassen, weil es wird dann automatisch ausgeschaltet während dem Triebwerk startet. Das ist ja ein Airbus, hier muss man absolut nichts überlegen, außer die APU-Bleed aufzutun für den Triebwerkstart. Das muss man überlegen, sonst muss man in diesem Flugzeug nichts überlegen. Jeder kann das Flugzeug fliegen. So, also, dann machen wir hier mal ein bisschen hell, weil das cool aussieht. Dann können wir die Jungen noch ein bisschen hell machen. Dann hört ihr jetzt hier die Luft, die rausblasst.
Ich hoffe, das ist nicht allzu laut mit dem Lautstärke-Mix. Alrighty. Schauen wir doch schnell von außen. Visit Greece. Welcome aboard, Captain. Toes connected, 5 past 10 is inserted. Go ahead and fill the parking brake when you're ready to go. Yup. Park brake off. Here comes the pushback. Light him up, sagt er. Okidoki. Dann machen wir das doch. Eine Sekunde noch schnell. Es gibt so ein schönes Bild. Sieht wirklich schön aus. Genießen wir das noch kurz. Und ich würde sagen, dann gehen wir ins Cockpit. So. Genau, also dann müssen wir hier auf Ignition Start, ein paar Sekunden warten und wir können mit Engine 2 starten. Genau, dann, das ist ja ein Autostart im Airbus. Wie gesagt, Airbus müsst ihr nicht überlegen, da funktioniert einfach alles. Genau, eine Sache, die wir vielleicht noch machen sollten, ist hier schnell den Q&A umstellen. Nämlich gehen wir hier auf C14. Wow, was für eine Umstellung. Genau. Also, ich muss schnell schauen, wo 26 left ist. Nachdem wir hier zurückstoßt. Also, ich glaube, das ist die davor, he? Müssen wir schnell hier umeinander fahren. Da müssen wir dann noch das Backtrack machen. Jo, fahren wir den einfach nachher. Das könnte Probleme legen, he? Die fahren auch dort her. Alrighty. Ihr seht das, Verkehr. Alright, die gehören hier schon. Nicht. Mo, es ist glaube ich PTU. Ja. Starting Engine 1. Ja, so ein Hydraulikteil, das vom einen ins andere Hydraulikding Druck macht. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Das tönt so, wie wenn ein Hund würde bauen. Gehört man bei jedem Triebwerkstab vom Airbus. So, wie gesagt, das ist ja der JR Design Airbus A320. Neo, jetzt aber ohne Neo-Triebwerk. und wir haben hier das BSS Soundpack mit den CFMs natürlich. Weil das ist natürlich. Ja, set your parking brake, das kann ich glaube ich nicht von hier aus machen. Park brake on. Oh, jetzt kommt hier so eine ganz schnelle Ryanair um eine Ecke. Oh oh, ich sehe, das führt zu einer. Ah oh, nein, das führt zu keiner Kollision, der biegt in die Richtung ab. Gut, dann können wir hier eigentlich noch schnell Flaps 2 rauslassen. Spoilers arm. Auto Brakes Max. Ja, ist noch ein schönes Flug, ja. Muss man schon sagen. So, dann würde ich sagen, wir fahren doch direkt los. Wenn wir hier Bremsen lösen und hier schnell noch den Flight Control Check machen. Ihr seht, die beiden Ruder bewegen. Die Ruder bewegen auch. Hinten bewegt es auch. Dann ist alles gut. Jetzt steigt er da aus. Perfekte Kameraposition. Und wir fahren los. Ciao, ciao. Und dann fahrt ihr weiter. Genau wie wir. Ja, das war jetzt wirklich eine perfekte Szene gewesen.
Da gehen wir ins Cockpit. Dann muss ich hier noch schnell irgendetwas eindrüllen. Und zwar gehen wir hier auf 1000 Schritte. Und gehen direkt auf 350. Jetzt hier. Der Airbus vor uns. Was macht er? Biegt er links ab? Ja, er biegt links ab. Das gibt eine Kollision. Das heisst, ich muss hier geschwind ein wenig ausweichen. Er hält tatsächlich an. Aber ich würde gerne hier durchfahren, wobei eigentlich könnten wir noch hier durchfahren. Ja, komm, wir fahren hier durch. Ja, ja. Das geht auch. Was wir eigentlich noch machen könnten, ist hier Nose Lights noch auf Taxi. So, so. Dann ist alles im Lot wieder. Ground Radar können wir wieder anlassen. 0,9 Abtrimmung sollten wir vielleicht noch checken, wobei der JR Design Airbus macht das automatisch, so wie ich das im Kopf habe. Aber müssen wir noch schnell checken. Unter FLT CTRL. Ja, 9 Grad ab. Also 0,9 in dem Fall. Das ist ironisch. Kann ich das noch ein bisschen trimmen? Oh oh. Ihr seht jetzt. Ja, Autotrim 0,9. Er trimmt mich wieder rein. Wunderschön. Also, dann fahren wir hier vorne. Ja, da vorne ist noch, was ist das? Das ist ein DC-10, der parkiert ist. Oder ein KG-10, oder wie man das nennt. Und hinten dran, also die Militärversion von der DC-10. Und das da hier ist ein Dornier 328 aus der Jet-Version. Und auf der anderen Seite war ein 737 von der Ryanair. Ich sehe weiter vorne für das Backtrack gibt es schon ein bisschen Stau, das haben wir vorhin gesehen. Oder sie fahren einfach langsam. Ich habe gesehen, da vorne wartet schon das Flugzeug. Wir werden es jetzt, wenn die Kamera schwenkt, sehen. Ja, das sind schon zwei dort, die warten. Drei sind es, okay. Jetzt so recht aus dem Auto. Außerdem noch ein Visier. Oh, schau da. Von lauter Schauen fahre ich hier schier ins Wägeli rein. Okay. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, was ich hier mache, weil ich werde da nicht warten. Sondern ich sehe, da hier hat es eine zunige, das müsste eigentlich ein X. Irgend so eine geschlossene Taxiway. Bin ich steck nur breit. Tun wir das schnell begutachten. Haben wir da genug Platz drauf? Also. Ich glaube, es geht ja dann nicht mehr so weit hindern. Wenn wir von diesem Taxiway hier starten, meine Damen und Herren, ich denke, das reicht. Darum würde ich sagen, wir den Flieger mal vorbereiten für den Start. Dann gehen wir hier auf Nosewheel Takeoff und machen irgendwie so und tun das irgendwie auch noch anladen. Dann tun wir hier das anladen, das ebenfalls anladen. Squawk tun wir, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, das ist immer so speziell, jetzt bedienen TAR an und tun wir auf On. Auf Auto, genau. Dann sind wir eigentlich mehr oder weniger fertig. Dann würde ich sagen, wir machen folgendes. Wir fahren hier auf den Taxiway drauf. Da ist genügend breit.
Und wir starten ohne Backtrack, denn das müsste eigentlich gehen. Okidoki. So, Sally. Mhm. Ja, möglicherweise ist Toka sinnvoll für den Start. He? Wenn ich mir das so anschaue, ist es nämlich nicht so weit. Jo, das wird der Toka Takeoff, meine Damen und Herren. Definitiv. Und zwar der Toka Takeoff direkt aus dem Turn raus. Würdest du bitte wegbiegen? Der Flieger ist vorbereitet. Wir können hier das ausschalten. Um ein bisschen mehr Power aus dem Triebwerk rausholen, könnten wir eigentlich noch Packs ausschalten. Zumindest habe ich gemeint, das wird amix gemacht bei so Turboprops. Aber ich vertraue hier am Airbus. Das wird schon gehen. So, was macht jetzt der? Würdest du bitte langsam von der Bahn? Das wäre ein Taxiway gewesen. Ich glaube, landen tut noch nichts. Das ist alles in Ordnung. Jetzt ist er weg. Gut, dann. Chronometer gestartet und gib ihm. Ah, ja, nein, stopp. Machst du da? Jetzt lässt du mich führen. Bist du wahnsinnig? Danke, wie sehr. Hey, du. Zum ersten Mal, wo ein X-Live-Flüger anhaltet. Also, jetzt aber. Die beiden Devas sind stabil. Manuel Toka, SRS Runway. Speed is increasing. Das sind schon mal 80 Knoten da hier. 100 Knots. Das ist V1 und Rotate. Sehr schön. Gear up. Ah, ist jetzt weniger knapp gewesen, als ich das erwartet hätte. Wir sehen da hier vorne das Target vom Flüger vor uns. Ist das einer, der landet? Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ja, das müsste eigentlich einer sein, der gestartet ist. Ja? Ist der von einer anderen Bahn gestartet? Ja? Da kommt irgendwie zu wenig schnell näher. Also. Climb Power Set. Sehr schön. Fliegen wir noch für das erste manuell. Ihr wisst ja von ein paar Updates beim. Also. Der modernen JR Design Airbus. In der aktuelleren Version ist wirklich schön zum Fliegen, also da müsst ihr euch absolut keine Sorgen machen. Das ist absolut kein Problem mehr. Gut, da vorne haben wir das Target, Traffic is inside. Der landet, hä? Wie sehr, tatsächlich. Moment schnell, wenn wir uns den mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, den machen wir. Komm, den gehen wir uns schnell ein bisschen genauer anschauen. So. Schauen wir an, mit seiner pinken Livery. Speed check, flaps 1. Speed check, flaps 0. Okidoki. Und jetzt. Die sind ja alle noch angeschnappt, dem her. Line Power Set. Zurück auf die Route.
Ja, ich übergebe dem nächsten Autopilot absolut kein Stress. So. Es ist einfach ein schönes Flugzeug, jeder Airbus. Was wir mit dem alles schon erlebt haben. So, fliege einfach nochmal so ein bisschen am Flight Director nachher. Die Livery hat übrigens so ein Custom Interior. Wenn ihr die Livery runterladet, die ist relativ alt, die ist aus dem 2015. Dann hat die auch noch so Custom Cockpit Texturen. Die passen allerdings nicht mehr so ganz mit den aktuellen Cockpit Texturen überein. Das heisst, ihr müsst die Textur aus der Datei einfach löschen. Dann sieht es wieder perfekt aus, weil sonst ist hier auch das Zeug sieht nicht mehr richtig aus und ist verpixelt und die Schrift ist doppelt. Aber ja, das ist nicht so eine Sache. Gut, also dann würde ich sagen, wir übergeben am Autopilot 1. Wir tun hier mal die Ignition wieder auf Normal. Und was wir sicher auch noch machen können, ist hier schon mal Nose Lights ausschalten, Runway Turnoff Lights ausschalten. Und Standard Barrel haben wir bereits. Offensichtlich ist hier Transition Altitude 4000, so wie er mir gesagt hat. Ah, schau mal, da haben wir ein Floodlight, das ist der cool, das habe ich gar nicht gewusst. Jo, 7000 Fuß. Also, ihr seht hier die schönen Farben vom Boden. Das ist jetzt eben Sam Colors and Seasons in der Spring-Einstellung. Wir können uns das schnell anschauen. Hoppla, jetzt bin ich auf einen Knopf gekommen. Um die Aufnahme unterbrechen, weil ich wollte Screenshots machen. Ich hoffe, es hat nicht zu viel rausgeschnitten. Wir sind auf 10'000 Fuß jetzt gerade in diesem Moment gekommen. 10'000 Fuß. Eben, ihr seht hier, die Texturen sehen wirklich schön aus. Wir können schnell von außen schauen. Wunderschönes Wetter ist es. Aegean, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Ja, und der JR Designflüger halt, finden einfach wirklich ein schönes Flugzeug und er kostet halt nicht allzu viel. Sehr schön du. Gut, über 10'000 Fuß. Das heisst, wir können sicher auch die Landelichter mal ausschalten. Und Winglights ebenfalls. So, der Rest ist glaube ich relativ in Ordnung im Moment. Was macht unser Fuel on Board 6 Tonnen? Zeigen wir schnell Fuel. Das ist einigermaßen ausbalanciert. He? Sieht gut aus. Was wir hier sicher können machen können, ist mal den Terrain-Radar ausblenden. Rückenwind haben wir. Okidoki. Und ich würde sagen, wir gehen mal schnell kurz ein bisschen durch die Kabine schauen. Aber wie ich gesagt habe, das hat hier ein paar Custom-Texturen. Huppala. Das Sitzen wird aber allerdings, weil es eine relativ alte Version ist, von der Livery, wird nicht alles übernommen. Aber ihr seht hier auf den Sitzen, ist natürlich übernommen. Dafür jetzt hier die Bildschirme, das haben wir glaube ich auch schon gesehen, die sind natürlich nicht berücksichtigt. Ihr seht das. Aber wenn wir es so anschauen, sieht es eigentlich schön aus. Ganz genau. Schauen wir es doch einfach nochmal so an. Wunderschön.
einen schönen langsamen Gang durch die Kabine. Sieht wirklich gut aus. Perfekto. Also komm, machen wir es mal schnell. Dann können wir von hinten gegen die Tür schauen. Ihr habt hier hinten natürlich die Kaffeemaschine. Danger, do not open if red warning light is flashing. Naja. Edu, also der Airbus. Wunderschönes Flugzeug. Also vom Design her muss man schon sagen, ich weiß es nicht, was findet ihr schöner? Der 737-800 oder ein Airbus A320? Das ist doch die Frage. Jetzt mal ganz abgesehen davon, welches Flugzeug das irgendwie kühler ist oder dass Boeing kein Fly-by-Wire hat oder dass der Airbus Fly-by-Wire hat oder bla bla bla. Welches Flugzeug sieht besser aus optisch? Rein von der Optik muss ich sagen, der Airbus ist, sieht besser aus. weil bei der 737 sieht man einfach, dass es man sieht einfach, wo es herkommt. Es ist ein uraltes Design, wo halt dafür gebaut ist worden, dass es Triebwerk, dass es schmale, langgezogene Triebwerke unter dem Flügel hat, wo man halt jetzt einfach immer noch baut mit grossen Triebwerken, die man unten muss abrunden und so weiter vorne hat müssen setzen. Das ist der ganze Flügel auch ein bisschen tiefer unten und so. Und hier hat man halt, da hat man halt von Anfang an mit grossen, ich sage jetzt Mantelstromtriebwerken, mit grossen Strahlentriebwerken designt. Mit CFM 56 hat man den Design schon von Anfang an. Oder mit äquivalenten Triebwerken. Also. So wollte ich sagen, mit äquivalenten Triebwerken mit hohem Bypass-Verhältnis. Und darum sieht er nicht so komisch aus. Ihr seht hier, die Triebwerke sind rund und der Flüger ist relativ hochbeinig, relativ elegant, trotz allem. Muss man schon sagen. Muss man schon sagen. Hier die wunderschönen X-Plane 1130-Effekte. Wobei, Moment mal. Ich glaube, sie haben wieder etwas geändert an diesen Wusch-Effekten. He? Sie haben sie, glaube ich, wieder überarbeitet. Merkt ihr das? Ich sehe wieder neu aus. Ich denke, sie haben es wieder überarbeitet. He? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Version vom X-Plane das da hier ist. Ich halte den Emo immer auf dem neuesten Stand. He? Also natürlich ohne Beta, aber sonst wird er automatisch updaten. Ich bin da nicht so vorsichtig mit dem... wenn ich jetzt update, geht auch nichts kaputt. Bei mir geht meistens nichts kaputt, wenn dann mal etwas kaputt geht. He? Regen ich mich da auf, aber das ist meistens nicht der Fall. So, wir haben hier übrigens nach wie vor Standardwetter. Ich habe mich noch nicht satt gesehen an diesen Standardwolken. Vielleicht tue ich dann mal wieder auf irgendwie SkyMax wechseln. Aber ich bin einfach nicht bereit, noch ein weiteres Wetter-Add-on zu kaufen. Bin ich nicht bereit momentan. Muss ich ehrlich sagen. Moment ist okay, Sail. Ja. Wir werden übrigens in Athen ebenfalls Standard-Szenerie haben. Genau. Ich möchte euch einfach so ein bisschen näher bringen, wie halt der X-Plane auch, ich sage jetzt mal, mit ohne Arbeit aussieht, weil er kann sich eigentlich schon sehen, ohne nichts. Mit der Gateway-Szenerie, sage ich jetzt mal, wo der nah ins Hauptspiel integriert wird mit den Updates. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit, das Ganze ziemlich aktuell zu halten. He?
Ich glaube, im Wetterradar sehen wir absolut nichts. Ne? Entschuldigung. Das ist, glaube ich, sogar on. Ne? Ich glaube, hier im Gain kann ich verstellen. Ja, ihr seht hier jetzt Gain vom Wetterradar. Mit dem hier sogar dargestellt, aber gleich sieht man nicht. Ich tue jetzt mal das Gain ein bisschen abstellen, schauen, was passiert. 3,9 Grad in diesem Fall jetzt. Also ich muss jetzt sagen, hier vom Colors and Seasons, ihr seht jetzt da hier das ganze Zeug, hier die Spring-Einstellung, die Felder, die wiederholen sich jetzt hier. He? Das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber, ja, vielleicht ist das hier jetzt einfach so ein kleiner Bereich, wo es nicht so schön aussieht. Aber ich kann mir das vorstellen. Ich hoffe es zumindest, dass wenn wir jetzt den, je näher, dass wir hier von Bukarest von hier oben, je weiter südlicher dass wir kommen, je näher dass wir Griechenland und Athen kommen, dass wir hier vermehrt so etwas Sandiges sehen. Und wir werden das sehen, ich bin gespannt. Da unten ist auf jeden Fall ein Städtchen. Okay, 30.000 Fuß haben wir auf. Das ist der Goal Waypoint. Oder so. Genau, Top of Climb ist dort. Alright, sehr gut. Wir machen mal auf einen Biffflug. Ah, was ist denn das für eine Ansicht? Shift 1. Das habe ich ja noch nie gedrückt. Ist das irgendwie so für Biffflug oder so? Spotter Airplane. Sieht der aus. Ja, das ist der Vorbeiflug schon wieder. Shift 2, ja. Jetzt haben wir die Richtung gewechselt. Rumänien Richtung Athen. Oh. Ja, das gefällt mir eben an diesem Soundpack hier, das Röhren von der CFM, das ist wirklich wunderschön. Es geht dem, wenn ihr zum Beispiel so ein Flugzeug seht, starten in echt, wenn ihr neben der Landebahn stehen könnt, wirklich nahe oder so, in einem Flughafen, und so ein Airbus startet mit einem CFM-Triebwerk, das geht durch Mark und Bein, das ist richtig cool. Wir können ja mal auf die aegeanair.com gucken, wie die sind.
Book Flights Online. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Cockpit, dort ist immer ein bisschen ruhiger. So. Aegean, Travel Info, Miles Bonus, Mai Aegean, About Aegean, oder? Von Zürich fliegen die auch, ha? Cool. Sehe da irgendwo Rent a Car Flight Schedule, sagen wir das mal. Travel Info, Discover Flights, ja, Discover Flights von mir aus. London zu Athen, das ist so ein Flug. London zu Heraklion. Was wäre jetzt von Bukarest? Bukarest, genau, mit CH. Nach Athens. Genau, Athens. Athens. Continue. Ja, von heute, genau. A-Traveler, heute fliegen wir. Was ist das noch? Samstag. Oh! Ernsthaft? Samstag heute? Nein, 8. Nicht heute. Upsala. Anyway, da gibt es jetzt eigentlich mal in Zukunft. Ja, genau. Ein Flug. Go Light. 70 Euro ist ein Weg. Und der Rückflug, den man hier angeht, ist. Ebenfalls etwa so viel. 137 Euro hin und zurück. He, von Bukarest nach Athen. Für eine Person. Jetzt kann man da noch auf den Flug drücken. Aegean Airlines Airbus Industrie A100/200. Duration 1 Stunde 35 Minuten. Ein heisses Meal gibt es. Also gibt sogar einen Meal-Service da hier. Ganz verrückt, würde ich sagen, wir müssen mal die Seatbelts ausschalten, damit man hier den Meal-Service machen kann. Unglaublich. Hot Meals, Bukarest, Henry Konda, ja, das ist der Airport, wo wir gestartet sind. Athenes Elfin Athens International, genau. Ich kann den Namen nicht aussprechen von dem Flughafen, der echte Name. Anyway, es ist ja immer, Flughäfen sind ja oftmals nach irgendwelchen Leuten benannt. Anyway, Business kann man auflegen. Was ist denn eigentlich bei so Zeug dabei? Business. Was kann die Business? Sehen wir. Das heisst es Meal. Special Meal. Oho, also nehmen wir mal den billigsten. Okay. Passenger Detail. Passenger Detail wollte ich eigentlich nicht eingeben, aber. Man könnte noch mit Tarom fliegen übrigens. Mit der Boeing 737-700. Die sind offensichtlich zusammen. Ja, auf dem Rückflug haben wir dann auch wieder ein heisses Meal. Ja, also continue. Travel Info. Gibt es da irgendwie noch Preferred Seats on Board? On Board, ja. Ich wollte wissen, was es hier für das Essen gibt. Meals on Board, ja natürlich. Das möchte ich wissen. Das Wetter hat sich irgendwie geändert. Seht ihr das? Das sieht ja aus. Business Class Meals und Special Meals. Special Meals, was gibt es da? Meal. Low Baby Meal, Child Meal. Jetzt ist ja da gestanden Hot. Sagen wir mal Hot. Hot Meal ist nicht gestanden. Nein. Meal Description. Diabetic Meal. Meals on Board. Business Class Meals. Also gibt es nur in der Business Class Meal. Das ist ja dann wieder Werbung.
Anyway, es gibt so Wraps gibt es hier so. So. Das sieht ja gut aus. Ja, gut, das sieht ja auch im Flügel nicht so gut aus, aber. Rotwein, trockener Rotwein. Oder gibt es hier trockener Weißwein. Trockener Rotwein. Ganz verreckt. Shop on board. Zeig mir den mal, was kann man hier kaufen? Gibt es hier ein Modellflugzeug? Da man kann Uhren kaufen natürlich. Casio-Uhren kann man kaufen. Oh, cool, ich habe gar nicht gewusst. Aha. Retro Digital Watch. Sporty Digital Watch. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es die noch gibt. Das sind da die uralten Casio-Uhren. Anyway, gehen wir mal ein bisschen weiter. Das sind noch andere Uhren. Jetzt sind wir da bei Aviator. Aviator, wie teuer sind die eigentlich? 220. 220 Euro. Wie teuer ist so eine Casio? Das interessiert mich jetzt gleich. Jetzt muss ich wieder ein paar machen. 45. Boah, jetzt hätte ich Lust auf so eine Casio-Uhr. Okay. Du, ich glaube, ich brauche so eine Casio-Uhr jetzt. Das geht ja mal gar nicht anders. Wow, jetzt seht ihr da hier, jetzt hat sich hier gerade die Farbe gewechselt vom Unterboden. Jetzt ist es doch schon deutlich farbiger hier unten. Das sieht mal ganz verreckt aus. Wir kommen gleich wieder zurück auf die Uhr, einen Moment. Wir müssen schnell noch einen Screenshot machen, würde ich sagen. Schnell ein bisschen hier das Zeug einfangen. Wie wahnsinnig. Das sieht hier aus. Wo ist eigentlich der Top of the Sand? Weil ich sehe den noch nicht. Der kommt auch noch lange nicht. Naja, wir haben einen Emu. Irgendein ist der. Also, dann schauen wir hier mal schauen. Schauen wir die mal ausklappen irgendwie und. Nein, eigentlich. So. Haben wir ja genug. Also, eben 45 Euro. Mann, jetzt hätte ich voll Lust auf so eine Casio-Uhr. Ja, da gibt es noch so. Brühen. Let's fly together. Aegean. Was gibt's dort? Ein Parker Jetter. Also das ist ein Kugelschreiber, wo Aegean draufsteht. Oder gibt es noch für 40 Euro gibt's so eine klappbare Aviator Sunglasses. Okay. The most important travel icon. Ein iClip Wallet. Also ein Portemonnaie. Genau. Es gibt ein Modellflugzeug. 18 Euro. Wir schauen. Das kostet 18 Euro. Also, wo ist unser Airbus A320? Airbus A320 CEO. The perfect momento of your flight. This model requires no paint or glue. Is scaled 1-200 and comes complete with its own stand. Earn 36 Award Miles, wenn man das kauft. Easy, der A320 brauchen wir. Nachher gibt es noch einen A321 und einen Primer Olympic Dash 8 Q400 für 20. Plus es gibt noch was ist das? So ein Pool-Spielzeug. Genau, so ein aufblasbares Flugzeug. Muss schnell die Beschreibung lesen. Einen Moment. Jetzt kann ich hier nicht gerade einmal. Have fun. Have hours of fun with this inflatable plane. Once inflated, it measures 100 cm in length and includes two handles. Eben so ein Pool-Spielzeug. Anyway, also wir nehmen das Modellflugzeug vom A320. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das hat Winglets. Also die modernen Sharklets und nicht die normalen Wingtips. Ihr kennt ja die Airbus Sharklet-Werbung. Oder? Die ist ja eh der Wahnsinn. Sharklets von Airbus.
Ganz wichtig. Jetzt hier noch, Achtung, das Airport, Airport Gift Set. This pack includes one fun plane, one aircraft steps truck, one rescue. Okay, one res, bindestrich Q, Helikopter, Komma ohne Abstand, one set of accessories and one roadmap. Das ist der cool, das braucht er nicht. Okay. Okay, jetzt sind wir hier bei den Parfüm und bei den Produkten. Jetzt gibt es hier Mascara, gibt es hier auch noch. Aha, jetzt gibt es hier, was gibt es hier? The key to earn more miles, Herz. Jetzt kann man hier noch, offensichtlich bei Herz da. Hat man auch noch Rabatt auf. Ich nehme an. Zum Automieten, genau. So, jetzt muss ich aber noch schnell zu diesen Casio-Uhren und dort noch schnell die Beschreibung lesen. Dann muss ich jetzt wieder ganz ewig zurückscrollen. Ja, hier sind wir bei der Casio-Uhr. Achtung! Es gibt ja hier die ganz normale Casio Vantage. Die möchte ich nicht. Ich möchte gerne die Sporty Digital Watch. Die mag mich sicher erinnern. Das ist die Uhr, die so richtig cool ist. Die so rund ist und hat so eine ganz coole so eine Weltkarte auf einer Seite. Und nachher hat sie so ein kleines rundes Ding, wo irgendwie die Uhr, wo so Zeiger hat, wo noch der Sekunde- und Stundenzeiger, wo das digital anzeigt, wo noch so eine Art Stoppuhr der analog soll darstellen, aber in digitaler Form. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ist ganz cool. Und unten dran hat er die normale digitale Zeit. Und beleuchtet ist. Boah, ist das cool gewesen. 45 Euro. Also, Sporty Digital Watch, Illuminated Backlight, 100 Meters Water System, suitable for swimming. World Time, die Weltzeit. He? Dann könnt ihr nämlich dort durchklicken, gell? Dann tut nämlich die Zeitzone auf dieser Weltkarte, tut, glaub, sogar irgendwie sich verändern. Dann seht ihr, in welcher Zeitzone oder in welchem Teil von der Welt ihr seid. Das ist ganz verreckt, müsst ihr euch vorstellen. Boah. Anyway, eben. World Time, Multi-Alarm, Countdown-Timer and Stopwatch, Durable Rubble. Genau, ihr wisst, was ich meine. Ein Gummiband. Also, ihr wisst, was ich meine. 10 Year Battery Life Quartz Movement. Aha. 2 years International Warranty. This practical this what? This practical. Da muss ich schnell googlen, was das heißt. Es heißt nicht practical. Practical. Practivial. This Practivial. Das ist auch praktisch. Okay. Übersetzen aus Rumänisch. Ja, super. Übersetzen aus Englisch. Ja, okay. This Practivial Digital Watch is suitable for most indoor and outdoor sports activities. Functional and handsome. Okidoki. 90 Meilen gibt es übrigens. He? 90 Meilenpunkte. Jetzt aber, jetzt müssen wir hier schnell die Umgebung anschauen. Schaut euch das mal an, das sieht ja schön aus hier. Ja, jetzt kommen wir aus dem Norden langsam in Süden. He? Von Rumänien langsam aber sicher Richtung. Griechenland, genau.
Sieht der aus, der. Wunderschön. Gefällt mir gedacht, muss ich sagen. Da vorne hat es ja schon Wasser. Ich muss schnell schauen, wie das von jeder etwa sind. Jo, wir sind auch dort schon über Griechenland in diesem Fall. Aber bei Bulgarien nehme ich jetzt an. Weißt, bei Bulgarien sind wir jetzt über Griechenland. Vielleicht finden wir es ja raus, wo wir jetzt etwa sind. Ja, ziemlich sicher ist die. Genau, das muss hier sein. Da ist nicht gut, das muss gesagt. Jo, ja. Ja, das ist hier. Hat sie irgendwelche Städte? Kenne ich ehrlich gesagt nicht so aus. Aber das ist. Wir fliegen jetzt über Bulgarien. Griechenland und hier ist sogar noch die Türkei an der Grenze. Jo, wenn ich das richtig sehe. Aber wir sind ziemlich sicher über Griechenland noch gerade so. Hier. Wenn ich das sehe, müssten wir jetzt dann hier genau über die Ausläufer da vorne von Griechenland und hier ist der etwa Thessaloniki. Das ist mir immer ein Begriff hier. Das ist etwa der da vorne. Genau, also wir fliegen jetzt hier so quer über die Ausläufer rein. Genau, und Athen ist der da irgendwo ganz, ganz weit unten noch. Das ist noch ein cooler Eindruck, den wir jetzt da eigentlich machen, aber ich denke, wir müssen da noch ein paar Dörfer nehmen. Ich hoffe, ich interpretiere es richtig, wo wir hier sind. Jo. Jetzt warte schnell. Ja, ich habe das Gefühl, das kann nicht sein, wo wir hier sind. Ich könnte eigentlich schnell cheaten und auf die Karte schauen. Wir sind glaube ich schon etwa. Ja, ja, aber wie ich gesagt habe. Hier über dem komischen Gebirge. Alexandroupolis ist da vorne etwa. Sieht man nicht in der Stadt, aber ist halt so. Anyway. Ja, das sieht wirklich schön aus. Aber jetzt hier, ich glaube, man merkt hier, das wird langsam, aber sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Farben vom Boden werden schöner irgendwie vom Auto Gen, sage ich jetzt mal. Ich soll sagen, es wird ein bisschen. Man merkt, dass es wärmer wird. Und vielleicht wird es jetzt dann sogar noch so Richtung wüstenmässig. Also, könnte ich mir vorstellen. So, ich weiß nicht, wie das Autogen interpretiert. Aber wir haben jetzt so ein bisschen, kahle Landschaft gehabt. Jetzt ein bisschen schönere. Ein bisschen mehr grün. Und vielleicht wird es dann langsam so ein bisschen eher wüstelig. So ein bisschen sandig. Wer weiß. Ja. Ja. Vorne ist der auch schon. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Top of the Sand ist, weil mir noch nicht angezeigt wird, aber vorne sehe ich immer unseren riesigen Anflug. Ja? Ja, wir haben dort ja so einen ganz verreckten Anflug, wo wir noch irgendwie müssen unter die Meilen umherfliegen. Wir können eigentlich schnell auf die Progress-Page schauen. Eigentlich müssen wir gar nicht auf die Progress-Page, es reicht, wenn wir auf den Flightplan gehen und nachher schnell schauen. 4 Tonnen Fuel haben wir bei der Destination, also das ist absolut kein Problem, mit dem Treibstoff anzukommen.
Seht ihr, hier ist das Grün deutlich saftiger. Das ist, was ich meine. So, ich würde sagen, ich lasse euch ganz kurz allein. Ich bin gut wieder da. So, da bin ich wieder. Hau etwas zu trinken. So, sole. Sehr schön. Ih, das sieht schön aus hier. Roseli. Achtung. Das ist übrigens hier ein Gift in einer Büchse. Ja? Das ist Energy Drink. Ja? Man hat sicher auch gehört. Weil etwas anderes, Bier oder so, hat sicher mehr Zisch zu sich. Das ist hier Chemieplöre mit ganz viel Taurin. Genau. Also wir sehen da vorne immer den Top of Descent erst. Ja? Das ist noch ziemlich weit. Ja, easy. Alrighty. Was wir jetzt hier aber auch sehen, was wir jetzt eigentlich noch machen könnten. Ich sehe das erst jetzt. Der Flieger kann eigentlich deutlich schneller fliegen. Warum fällt mir das erst jetzt auf? Hi. Cruise. Kostindex 55. Jetzt muss ich schnell schauen. Managed. Jetzt tun wir hier schnell. Geht das eigentlich wirklich noch schneller? Jetzt tue ich mal 8, 2. Nein, clear. Punkt 823. Ja, er will nicht, hä? 79 ist eigentlich schon genug schnell. Ja, und ich will jetzt nicht, dass er hier noch komplett durchdreht. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt einen höheren Kostindex noch eingebe, dann haben wir dann einfach wieder das Problem, dass er auch der Sinkflug extrem schnell macht. Und selbst mit Kostindex 55 macht er den ja meistens wie einen Sturzflug, he? Der JR Design. Und wenn ich jetzt da würde 80 nehmen, wie es ja eigentlich Swiss hat im echten Leben,
Swiss benutzt 80. Dann wäre das ein Kamikaze-Sturzflug im Sinkflug. Jo. So. Offensichtlich kann ich nicht einfach nur die Geschwindigkeit allein anpassen. Gut, ich könnte es jetzt manuell übernehmen zwischenzeitlich und es erhöhen, aber in meinen Augen hat das auch keinen Sinn. Also die Insel hier sieht noch lustig aus. Finde ich die hier auf der Karte. Das ist die zweite. Ja, die zweite. Diaporos Island. Aha, ist im Moment sonnig aus 17 Grad. Jo, die Insel hier zurückgelegt. Hat ein paar Hotels, gehen wir mal auf eins drauf, zum Beispiel auf das Tiamo Secrets. 4,9 Bewertungen, 11 Bewertungen. Das ist mal übersetzt von Google. Fantastisches Baden in Luxus mit wunderschönen Buchten, die Sie mit Ihrem eigenen Boot besuchen können. Jedes etwas schöner als das andere. Gehen wir zum nächsten Hotel. Pachia Uvala. Ja. Das hat auch 4,8. Achtung, übersetzt von Google. Es ist ein Ort der erstaunlichen Gelassenheit und bezaubernd. An diesem Strand lebte einst ein Arzt, Leo, ja, der jeden, der an die Küste kam, begrüßte und der Einrichtung griechischer Gastfreundschaft grossen Wert schätzte. Cool. Also das scheint wirklich eine coole Insel zu sein. Blue Lagoon Halkidiki. Genau. Halkidiki. Es war wunderschön da. Einfach traumhaft. Absolut geniale Bucht. Wie im Paradies. Die Lagune an sich toll. Aber wenn dort ein Schiff mit ca. 300 Personen anlegt und in Beschlag nimmt, katastrophal! Okay, gut. Ich glaube, ich habe genügend Ferienbewertungen gelesen fürs Erste. Wir können mal die nächsten Inseln anschauen. Das sind nämlich die da vorne. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier die langgezogene. Alonisos, Griechenland, Insel, 4,8 bewertet, super Insel, abseits aller Touristen fallen, erreichbar über eine Fähre, also wir reden von dieser Insel da hier, über eine Fähre, schöne Strände und freundliche Einwohner. Wunderschöne Insel, ruhig zum Verlieben schön. Pflichtinsel. Achtung, übersetzt von Google. Die schönste Insel der Sporaden. Sehr grüne Kiefern. Die schöne endlose Strände mit frischem Fisch und hervorragendem Hummer reichen. Süßes Gebäck aus der Region im August am wenigsten besetzt. Okay. Hey, ein Tipp, im August dort hergehen. Das Allendorf beherbergt die besten Bars unter dem Mond. Ja. Wunderschön. Also, scheint eine coole Insel zu sein. Dann kommen wir hier noch schnell zu der nächsten Insel. Ich würde sagen, wir nehmen die da. Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, ob ich die auch noch finde. Wobei, jetzt habe ich glaube die bewertet. Entschuldigung, nicht die da. Die ist ja so gut. Entschuldigung, wir reden von der.
Ganz genau. Ich war spiegelverkehrt. Ja, natürlich. Die da hier. Die da hier ist so gut. Schauen wir noch schnell ein paar Hotels an. Kann ich mal irgendwo herzoomen, wo es Hotels hat? Oder hier jetzt ein Restaurant. Eine Bakery. Ja, das ist ein Tortenfachgeschäft. 20 Bewertungen. Traditionelle handgefertigte Produkte höflicher Damen, die Preise ein wenig kneifen. Okay. Man wird übers Haar gehauen. Okay. Villa Galini. 2-Sterne-Hotel. Also es gibt... scheint eine schöne Insel zu sein, die da hier. Wunderschön im August, wenig besucht. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von den Google-Bewertungen, kann man sagen. Alonisos. Genau, Alonisos heisst die Insel. Da. Schauen wir schnell. Da hier die Insel da vorne. Wie heisst die? Peristera. Genau. Also, für diejenigen, die sich etwas von der alten Kultur makellos sehen wollen, einzigartig von Google übersetzt. Insel mit vielen unberührten Niederungen und unglaublichen Gewässern. Von Google übersetzt. Eine der spektakulärsten Inseln unserer Reise zu den nördlichen Sporaden, die im August abgeschlossen wurde. Wir hatten die Gelegenheit, in einer einsamen Bucht auf unserem Boot zu schlafen und die Farben des Sonnenuntergangs und die Stille dieser unberührten Orte zu genießen. Also, scheint wirklich schön zu sein hier. He? Wir können noch schnell bei dieser Insel schauen. Es ist Skopelos, ja, das klingt sehr griechisch. Skopelos. 4,7 bewertet die Insel. Eine tolle Insel zu Fuß oder mit einem Flugzeug ist zu empfehlen. Natur pur. Eine wunderschöne Insel mit tollen Stränden. Gutes und günstiges Essen, auch für Wandererfreunde zu empfehlen. Übrigens ist hier sich einige Szenen von Mamma Mia gedreht. Aha, okay. Hier sind einige Szenen von Mamma Mia gedreht worden auf dieser Insel hier. Wir gehen schnell schauen. Wir haben vorhin die ganze Zeit von dieser Insel geredet, von dieser und jetzt reden wir von dieser. Genau, also schauen wir noch schnell. Super schöne Insel. Skopelos ist eine Insel für jeden Geschmack. Einfach nur einen der vielen Strände liegen, Wanderungen, traumhafte Natur, bla bla. Super Urlaubserlebnis, abseits vom Trudel. Traumhafte Strände, super zum Abschalten. Mit Mikrofon einschalten. Ja. Ja, also grossartig bewertet. Ich scroll mal noch ein bisschen runter. A beautiful island. Can't wait to go back. My favorite Greek island. Okay, also scheint wunderschön zu sein hier. Okay. So viel dazu. Gut, dann haben wir da eine noch eine Insel. Skyros heisst die. Das ist mal einfach auszusprechen. Dort hinten. 4,6 bewertet. Kleine griechische Insel mit Charme. Die Hauptstadt Chora windet sich den Berg hoch und bietet ein tolles Fotomotiv. Wo ist denn hier ein Berg? Ist das der? Ja, aber schon. Genau. Windet sich den Berg hoch und bietet ein tolles Fotomotiv. Die Strände sind sauber und und Restaurants, sowohl in der Stadt als auch am Strand, bieten gutes Essen. Ein Abstecher in den unbewohnten Süden lohnt sich. Auch der Hafen Linaria ist einen Besuch wert, die unter Begleitung der Melodie, also Zarathustra. Also sprach Zarathustra, einlaufenden Fähren sind empfehlenswert. Das haben wir jetzt nicht verstanden. Es ist eine
Was? Es ist eine noch nicht von Touristen überlaufende Insel, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Griechische Insel. Diese griechische Insel ist sehr naturbelassen und ursprünglich die Bewohner sind freundlich. Der Tourismus ist spärlich, da bereits nach Saison. Also, oh, die Insel dahinter, sehr empfehlenswert. Los! Okay. Aber kommen wir langsam wieder über das Land. Langsam aber sicher wieder über das Land. Ganz verreckt. So, jetzt aber. Wir sind gleich im Top of the Sentence. Ich würde sagen, wir tun uns mal vorbereiten auf das. Es sind noch 30 Meilen. Ich würde sagen, ich tue hier mal etwas eindrehen. Auf was sinken wir? Ich glaube, etwa auf 3000. Glaube ich, ja. Auf 3000. Ja, 3000. Wunderschön. So, es wackelt ein bisschen. Ich hoffe, der Mail-Service ist durch. So. Sieht gut aus. Also, ich versuche herauszufinden, wo etwa das hier Athen ist. Ich muss schnell von außen schauen, ich kann mich irgendwie nicht so recht orientieren hier. Genau, also, das ist hier der erste Ausläufer, genau mit der Insel davor. Und Athen müsste etwa hier sein. Ja? Jo. Ja. Wir werden jetzt hier irgendwie einen Abstecher machen und dann irgendwie so dazu fliegen. Das wird etwa da sein. Ah, schaut hier. Hier hinten ist es doch noch ziemlich grün da. He? Aber da vorne bei Athen, dort ist es eher braun. He? Sehen wir das? Das ist aber schon noch cool. Es bietet doch so eine farbliche Varianz. He? Wie das Autojet, muss man schon sagen. Ist denn das da hier der Flughafen? Vielleicht ist das da hier der Flughafen. Hier. Aber ihr seht hier, das da vorne ist ja ziemlich braun. Ja? Fast wie Wüste. Und hier gibt es so langsam aber sicher die Wüste rein, sag ich jetzt mal. Oder so ein bisschen grünlich. Aber da hinten ist nach wie vor grün und so. Ja? Es bietet schon ein eine Varianz in Sachen Farbe. Ja? Muss man schon sagen. Hier im Autogen. So, ihr seht es hier, er hat jetzt hier eine schöne Kurve gemacht. Wir haben ja am Anfang Angst gehabt, dass er hier so einen super Knick drin tut, aber er macht jetzt das als Kurve. Das muss man wirklich sagen, das schafft nicht jedes Flugzeug. Das ist jetzt wirklich ein grosses Kompliment an GA Design Airbus, dass er das schafft, hier eine Kurve rein zu interpretieren und da vorne noch. Wirklich jetzt. Weil hier haben wir ja noch eine sehr grosse Geschwindigkeit, grosse Höhe. Und da vorne, wahrscheinlich schaffen wir dann die Kurve da hier. Weil da vorne sind wir sehr langsam. Ich bin sehr gespannt, wie er das jetzt wieder abfliegen. Aber allein, dass er das hier so darstellt, das ist mehr als erstaunlich. Das ist wirklich grossartig. Weil eigentlich müsst ihr hier da vorne und dann hier da hin. Aber er fliegt ja nicht dafür, er macht so. Ganz verreckt. Also, wir sind demnächst beim Top of the Sand. Ich mache das jetzt so, ich mache schon ein bisschen früher den Top of the Sand rein. Oh, jetzt habe ich den Open Climb drin. Jetzt ist der Trust I Will Descend. Jetzt wird er mit 1000 Fuß pro Minute sinken, bis er dann hier durch
Magenta-Punkt wieder intercepted, weil wir sind jetzt ein bisschen früher gesunken als eigentlich der Gleitpfad, aber das ist nicht das Problem. Ihr kennt es ja. Alrighty, da sind wir am Sinken. 3400 Fuß pro Minute. Yeah, jetzt geht's aber. There we go, Luda. Nee. Sehr schön. Ja, das ist Athen hier unter uns. Ihr seht das. Das ist eine Riesenstadt, ja? Wow. Und dann ist der Flug. Oh, was machst du? Nein! Was ist denn das für eine Sinkrate? Was ist das für eine Sinkrate? Minus 12 Grad! Airbus, du spinnst! Minus 13 Grad! Jesus Gott, du, das glaubt man ja gar nicht. Ich mache da hier einen Sturzflug über Athen, das glaubst du ja nicht. Ja, weil der nicht bis am Schluss von der, von der Transition geht. Anyway, er wird es schon schaffen. Ja, das sieht ja schön aus, da hier, schau mal. Wow. Dann müssen wir die Breaks mal draussen. Das Gear kann ich nicht rausnehmen, wir sind nicht unter 250 Knoten. Easy. Ich glaube, grundsätzlich müssten wir hier näher auf 7000 Fuß sein, darum stresst er hier so, ja. Genau. Schaut euch das mal an, das ist ja ganz verrückt, wie der fliegt. Und da hier, das ist Athen. Wunderschön, ne? Wow. Sehr, sehr schön, ne? Das nenne ich mal eine Stadt. Ganz verrückt. Okay, jetzt gibt er hier wieder Gas. Ihr seht 13.000 Fuß. Da vorne ist der Flughafen. Der Fleck, da war wirklich der Flughafen gewesen. Oh, was habe ich jetzt wieder gemacht? Anyway. Hier ist ein Hügel dazwischen. Aha. Genau, und dem fliegen wir jetzt entlang und machen eine Kurve über. Wie soll ich sagen, hier über Dings. Ist das eine Bucht? Ja, nicht wirklich. Über das Meer, sagen wir dem. Ha? Jo, genau. Ja, da unten ist der Flughafen. Ja, ihr seht hier, das ist schon. Man merkt, dass hier ein warmes Klima ist. Ja, was haben wir eigentlich für einen Meter und so? Können wir vielleicht auch mal nachschauen. Wir haben immer noch über 2 Knoten und 10 19. Ich würde sagen, das tun wir mal eingeben. 10 19. Genau. Und die Temperatur ist 17 Grad, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ah, das sieht ja schon gut aus, ja. Ah, theoretisch, die Bäume da hier, das sind so X-Plane-Standard-Szenerien. Es gibt von den gleichen Machern wie World, nein, nicht World X-Plane,
X-Europe. Gibt es irgendwie so Add-on. Nein. Szenerie Library. Wo das ein bisschen aufhebt, dass die dichter werden. Aber vielleicht ist das sogar gewollt da hier, dass das so aussieht. Das sieht irgendwie komisch aus. Nicht so waldig, ich weiß nicht, was das soll. Anyway, Speedbrakes könnte man eigentlich mal wieder reinlassen. Wir sind auf 10.000 Fuß. Das heisst, wir können die Landelichter rauslassen. Die Winglights ebenfalls. Und was ich mache, ist, ich tue gerade Nose Lights und Runway Turnoff Lights ebenfalls rauslassen. Ihr wisst ja, die sind am Baugrad und solange das Fahrwerk nicht draußen ist, werden die nicht brennen. Von dem her. Das ist ein Airbus. Hier muss man sich nichts überlegen. Hier passiert nichts. Genau. Wir haben da vorne irgendwie noch Traffic. Über uns. He? Aber ich sehe ihn nicht. Okay, jetzt tun wir hier wieder so einen Sinkflug machen. Okay. We need more drag, sir. Speed is not okay for next flaps position. Das habe ich nicht wollen. Ich habe aber das Fahrwerk rausgelassen. Spoilers disarmed. Spoilers full. Ja, ich weiß, dass er jetzt auf 3000 sinken muss. Spoilers half, spoilers arm. Warum ist er jetzt so gesunken wie ein Tubu, ey? Ah, Jaya Design Airbus. Ah, du bist ein grossartiger Mensch. Anyway, das Fahrwerk ist jetzt draußen. Macht ja nichts. Seht ihr, und hier der A320 der kann bis 280 fliegen mit dem ausgefahrenen Fahrwerk. Das ist der Kur. Sehr schön. Ja, der Drag ist das, was ich habe. Approach Phase activated. Speed is not okay for next flap. Ja, ja, komm, hör auf. Ich habe das an Drag das, was ich rauslassen kann, das Fahrwerk. Gut. So, Sele. Das sieht doch gut aus. Speed check, flaps 1. Ja, dann können wir eigentlich dem nächsten Mal den Approach Mode armen. So, Sally. Vorne ist die Landebahn. Speed check, flaps 2. Ja, wir sind dann schon mal auf dem Localizer. Speed check, flaps 3. Okay, jetzt Speed check, flaps 4. Haben wir ein Problem. Und zwar, ich habe das ein bisschen spät gemacht mit dem, mit dem Dingsarmen. Jetzt tut er hier den Localizer. Ist er über dem Localizer? Entschuldigung, über dem Glideslope. Localizer hat er. Jetzt wollen wir hier schnell schauen, ob er mit dem Sinkflugpfad vom VNAV das noch interceptet. Kann er das? Bin mir nicht sicher. Jetzt müsste es eigentlich machen. Wieso wird er jetzt so langsam? Okay.
wird er sehr langsam. Jetzt stürzt er schier ab. Seht ihr das? Uiuiuiui, hat er gemacht. Yes, es geht. Hey, Airbus. Airspeed, wow. Hätte irgendwas sollen kommen. Aber ist jetzt nicht gekommen. Weil es eigenproduziert war. Hey, du das gesehen? Er war im Open Descent, also im maximalen Descent. Das heisst, er ist maximal langsam geworden. Und hat nachher irgendwie ist er nicht weiter gesunken, aber gleich langsamer geworden. Und dann irgendwie hat er nicht umgeschaut und auf GS, obwohl er auf dem GS war. Durch das ist er immer langsamer geworden. Und er, sobald er den GS umgeschaut hat, hat er wieder Gas gegeben. Ah, das Flugzeug ist einfach super manchmal. Aber hey, wir haben es geschafft. Kein Strömungsabriss, kein gar nichts. Ist alles gut. Hey, das wird noch spannend hier. Merkt ihr etwas? Lohnt sich auch, dran zu bleiben hier. So. Gut, wir fliegen jetzt hier über den Küstenrand demnächst. Nehmen wir mal low und der Rest ist glaube ich gut. Wie lange sind wir eigentlich affix in der Luft? Eine Stunde und 10 Minuten. Okay. Wunderschön. Dort landet etwas gegenüber, he? Aber nicht auf unserer Bahn, zum Glück. Sondern auf der Bahn nebendran, das ist ja schon mal gut. Sala! Radio Altimeter Alive. Radio Altimeter Alive. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam sicher in die Kabine rein. Was ich mache, ist, ich tue schon mal den APU und den APU Bleed anlassen. Haben wir das auch schon angelassen. Dann übernehme ich schon mal hier den Autothrottel und der Autopilot ebenfalls. Also der Flieger selber. So, jetzt Manual Controls. My Aircraft. Ich sehe gerade, das ILS ist eh nicht ganz ausgerichtet mit der Landebahn. Ne? Das heisst, ich gehe hier mal so ein bisschen nach Sichtflug über. 1000 Fuß, das ist gut. Leider logisch im Stimmen, aber der Localizer nicht ganz. Ne? Yep. Continue. Jetzt werden wir ein bisschen höher. Das macht absolut nichts. Ein bisschen schnell. Ein bisschen weniger Gas. Ja, ja, zum zweiten Mal. Es ist gut. Ja. Okay, jetzt sind erst Minimums, okay. Minimum. Ja, ja, continue. Ist gut. Yeah, there we go! 133 Fuß pro Minute, wunderschöne Landung. Also, wie war so deployed? Auto Brakes, Manual Braking. Da haben wir 70 Knots, würde ich sagen. Reverse Out, dann lassen wir es ausrollen. Und dann haben wir hier den Taxiway Turnoff. Ah, das war jetzt eine wunderschöne Landung hier mit dem Airbus. Wer hätte das gedacht, nachdem er sich fast mit einem Strömungsabriss in den Boden gesetzt hat. Ich meine, das war ziemlich gefährlich, das Wackeln, das er dort hatte. Jetzt mal ohne Spass. Das ist amix kurz bevor sich die Flüger überschlagen. Also, sobald... Das ist kurz vor dem wirklichen
jetzt hätte ich fast gesagt Gripverlust, aber vom wirklichen Auftriebsverlust von einem Flügel, dann fangen sie so leicht davon bewegen und dann verliert ein Flügel plötzlich und plötzlich einfach, wie soll ich sagen, der Auftrieb und dann tut sich der Flüger einfach auf den Ring kehren und dann sind er in einem Sturzflug drin. Und ich habe das Gefühl, das wäre katastrophal gewesen. Und wir sind eigentlich kurz davor gewesen mit der Geschwindigkeit, die wir hatten, hier im Airbus. Und nachher so eine schöne Landung, ist doch cool. Aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht. JR Design immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, das ist das eigentlich, obwohl es ein längerer Flug war und ich ja eigentlich längere Flug nicht so gerne habe, weil ich dann amigs nicht weiss, was ich soll erzählen soll. Und jetzt auch wirklich cool gefunden, weil wir haben ja wirklich etwas zu erzählen gehabt, die längste Zeit jetzt so in der letzten Phase vom Flug. Was landet dort? Ich kenne es nicht, aber es ist ein Airbus. Habe ich noch nie gesehen, die Lieferung. Anyway. Eben, wirklich cool gewesen, auch jetzt hier mit dem Vorlesen von der griechischen genau, von der genau, von der von der Bewertungen von der Ferieninsel hier. Jetzt bin ich total verwirrt gewesen von dem Flugzeug da vorne. Ich denke, es war wirklich cool gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spass gemacht wie wir. Und ja. Ich würde sagen, wir suchen uns noch ein schönes Plätzchen, um den Flüger herzustellen. Und dann schauen wir uns noch den Replay an. Ihr wisst ja, beim Replay in diesem Flugzeug da hier, die Klappen bewegen sich nicht. Jetzt muss ich hier durch, glaube ich. Die Landeklappen sind auch nicht ausgefahren und so. Ich versuche das diesmal mal anders. Und zwar werde ich den Flüger herstellen und ich werde den Triebwerk nicht ausschalten. Ich versuche so mal, ob ich den Replay aufnehmen kann mit ausgefahrenen Landeklappen und so weiter. Es kann allerdings sein, dass der X-Plane abstürzt, bevor ich den Replay aufnehmen kann. Das ist auch schon vorgekommen. Von dem her, ja. Ihr werdet es sehen, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir fahren da vorne. Hier sind die Gates. Da vorne her. Hier sind die Gates. Und ja. Kommen wir in Griechenland. In Athen. Wunderschöner Flug. Wunderschönes Flugzeug hier. Es gibt immer etwas zu erleben mit dem JR Design Airbus. Sturzflüge. Hey, Sturzflüge. Overspeeds, bis hin zu beinahe Abstürz mit Strömungsabriss, das gibt's alles. Jo, und direkt nach dem Start sind wir ja noch die Wiese ergo intercepten. Okidoki, jetzt da noch was frei. Ja, ich glaube, der dort ist frei, ich sehe es. Das eine Ding. Fahren wir hier ungefähr so drin. Ganz genau. Fahre hier nicht so weit vorne wie unser Kollege. Nebendran. So, tue hier mal Parkbremse anlassen. Triebwerk allerdings nicht ausschalten, genauso wie die Lichter auch nicht. Suchen aber trotzdem noch ein schönes Bild. Hier vom Athener Flughafen. Zeigen ungefähr so. Ja, und mit dem schönen Bild. Hier aus Athen, wobei im Moment schnell vielleicht bringen wir noch ein schöneres Bild her. So mit ein bisschen mehr Meer und ein bisschen mehr Hügel drauf. Jetzt steht die Katze auf. Genau, das ist ja perfektes Timing. So, ich würde sagen, mit dem schönen Bild hier aus Athen verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt noch viel Spass beim Replay und macht's gut. Tschüss, tschüss. Two hundred.
100. 50. 40. 30. 20. Thirty, 20.